Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Witzel, Herr Dr. Oppendrenk, eins würde ich dann gerne schon mal sehen, wie Sie diese Forderung, die Sie hier jetzt erhoben haben, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, die sich im Landtagswahlkampf befinden, in Mainz, in Halle und Stuttgart vortragen. Das würde ich gerne mal sehen, wie Sie da dieses Tänzchen aufführen. Ich stelle mir das mal vor, Herr Witzel, Sie oder Herr Lindner würden bei einer Veranstaltung im Ländle sagen, Nordrhein-Westfalen braucht mehr Geld, gebt uns doch mal was ab. Da würde ich auch mitkommen, weil ich will mir die Gesichter, die da gezogen werden, die würde ich mir nicht entgehen lassen. Ich sage ja nicht, dass das einfach ist, diese Verhandlungen. Das ist auch bei unseren schwierig, wenn man das mal so sagen darf. Aber wenn Sie dann hier in Ihrer Rede beispielsweise auch die Einwohnerveredelung der Stadtstaaten ansprechen, dann will ich wirklich mal sehen, versprechen Sie es mir, wie Sie Katja Suding ins Gesicht sagen, dass Sie von diesem System runter wollen. Ich wette mit Ihnen, dass sie Ihnen sagen wird, wenn es eine Kompensation gibt, wo Hamburg sich nicht schlechter stellt, und so ist das bei vielen anderen Punkten, bei den unterschiedlichen Interessen, die die Stadtstaaten haben in diesem System, die die großen Flächenländer haben, die die Geber- und die Nehmerländer haben. Es wird immer so sein, und es war historisch so, dass wenn der Bundesfinanzminister sein Säckel nicht geöffnet hat, gab es keine strukturellen Veränderungen im Länderfinanzausgleich. Und was wir jetzt haben, ist eine Einigung der Länderseite, wo wir uns von Nordrhein-Westfalen bis zu den Bayern mit den Stadtstaaten einig sind auf einen Weg. Ich sage jetzt gleich noch was zum Bund. Aber so zu tun, als wenn wir hier ohne Gegenmaßnahmen einfach mal so das System ändern können, das ist nicht nur naiv, das ist wirklich Verschaukelung der Wählerinnen und Wähler. Sie suggerieren hier etwas, was es historisch nicht gegeben hat und was jeder, der sich auch nur 5 Minuten mit diesem Thema befasst hat und einigermaßen politisch klar denken kann, weiß, dass es so nicht funktionieren wird. Ja, aber Herr Witzel, ich will noch mal zur Rolle des Bundes was sagen und mit diesen unterschiedlichen Interessen. Wir haben hier im Hause einen gemeinsamen Konsens. Herr Oppendrenk hat es erwähnt, Herr Zimkeit. Wir haben das hinbekommen und da bin ich den Kollegen von den beiden großen Fraktionen hier im Hause auch dankbar, dass wir geschlossen als Nordrhein-Westfalen, dass der Finanzminister quasi aus diesem Hause ein breit getragenes Mandat hatte für die Verhandlungen, wo genau die Punkte drinstehen, die jetzt auch im Wesentlichen erreicht wurden. So, da geht es um die horizontalen Finanzbeziehungen, da geht es aber auch um die Leitlinien. Und ich bin den Kollegen sehr dankbar, weil wir auch gesagt haben, es muss gerechter und transparenter werden. Das wird es jetzt ein Stück weit, soweit es der Kompromiss mit den anderen Ländern zugelassen hat. Und wir waren uns einig darin, und das ist auch umgesetzt, dass NRW künftig mehr von dem, was wir hier erwirtschaftet haben, auch behalten kann. Und das ist ein Riesenerfolg. Und da können Sie jetzt dann rummäkeln, aber ich bitte Sie dann doch, den Zuschauerinnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu verkaufen, dass es eine ganz einfache Lösung gäbe, weil Sie müssen immer berücksichtigen, was sind die Interessen der anderen. Und wir haben die Situation, dass die Länder sich einig sind und der Bund noch nicht diesem Kompromiss beigetreten ist. Und ich will, weil ich das auch in diversen Veranstaltungen in den letzten Wochen mit großer Besorgnis verfolgt habe, dann auch appellieren, dass der Bund nicht nur beitritt, sondern dass man auch versucht, die Haushälterinnen und Haushälter der großen Fraktionen im Bundestag damit zu nehmen. Die waren nicht beteiligt, die saßen nicht am Tisch, obwohl das, so wurde das von mehreren Seiten verlautbart, vorgeschlagen wurde. Und das Bundesfinanzministerium diesen Vorschlag ausgeschlagen hat, dass auch der Bundestag mit in diesen Verhandlungen beratend ist, dazugeholt wird, dass es nicht erfolgt. Und da hat der Kollege Oppendrenk schon recht, es ist hochbedenklich, wenn zum Beispiel der haushaltspolitische Sprecher der CDU, aber auch der SPD sagen, wenn ihr nochmal so eine Ansage macht, dann gibt es hinterher nichts. Das ist aufgrund des Kompromisses, den wir haben, fatal, denn wir brauchen hier eine Einigung. Die Einigung ist gut für Nordrhein-Westfalen und ich würde mir wünschen, dass man konstruktiv mit dem Bund die Gespräche macht. Schäuble ist vor den Verhandlungen zitiert worden, er könnte sich vorstellen, so eine Größensumme von 6 Milliarden Euro. Wir sind jetzt roundabout bei 8 Milliarden und wenn wir uns anschauen, dass wir einen Überschuss haben im Bund von 12 Milliarden, dann muss man wirklich sagen, bei den Herausforderungen, die die Länder haben, brauchen wir schnell eine Einigung. Wir haben einen länderseitigen Vorschlag, der liegt auf dem Tisch und der muss jetzt auch konsequent umgesetzt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.